Hallo, willkommen zu unserem Montagswebinar. Heute schauen wir uns an, wie man einen Schrankplan der Frontschubkästen auch hat, die aber hier als Innenschubkästen verwendet werden. Wir schauen uns auch an, wie wir hier mit der Planung vorgehen. Der Sinn dahinter ist, dass man einfach für die Innenauszüge keine Distanzleiste brauchen und ich stelle hier mal die Fronten auf, also die Türen auf durchsichtig. Dann sehen wir hier, haben wir auch Frontblenden. Wir haben im Prinzip hier auch eine Einteilung nochmal von zwei Mittelseiten. Ich blende das jetzt hier auch nochmal so aus. Ja, jetzt sehen wir das komplett ohne Fronten. Hier könnt ihr natürlich bestimmen, wie der Abstand sein soll. Genauso hier auch den Rücksprung. Und genau, da würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wenn Fragen sind, schreibt da einfach in den Chat rein und dann kann ich da auch mit drauf eingehen. Genau. So, wir stellen hier mal die Türen auf. Wieder sichtbar und die SmartLegs aktivieren wir. Und vielleicht hier auch nochmal, wir sehen hier, dass wir hier Fronten haben, die lösche ich einfach mal raus. Ja, und dann sehen wir, hier haben wir auch nochmal einfach die Frontschubkästen, ja, anstelle von Innenschubkästen. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf Datei und fangen ein neues Projekt an. Das brauchen wir jetzt nicht speichern. So. Als erstes geben wir hier unser Reiter an. Das soll in dem Fall 1600 sein. Bestätigen das mit Enter und wir gehen auf die Aufteilung und wir haben hier eine Mittelseite. Ziehen die auch per Drag and Drop rein und die wird erstmal gleichmäßig aufgeteilt, also die Bereiche werden gleichmäßig aufgeteilt, sodass die Mittelseite in der Mitte sitzt. Die wollen wir jetzt verschieben, deswegen gehen wir hier auf das Maß für den rechten Bereich. Und wie ihr ja wisst, können wir hier ein exaktes Maß eingeben. Wenn wir aber auch eine Zahl zwischen 1 und 9 eingeben, dann wird das verhältnismäßig aufgeteilt. Und in dem Fall wollen wir hier eine 2 eingeben. Und jetzt sind die Bereiche im Verhältnis 1 zu 2 aufgeteilt. Das hat nachher auch den Vorteil, da komme ich später nochmal drauf, dass wir nachher, wenn wir die drei Fronten haben, haben wir ja hier eine linke Tür und hier zwei rechte Türen. Ich kann es auch jetzt mal zeigen. Wir machen hier einfach mal eine zweiflügelige Tür hin und hier eine linke Türe. So, jetzt sind die Türen nicht gleich breit. So, wir können das auch nochmal nachmessen. Das heißt, wir halten die Steuerungstaste gedrückt und gehen hier an Eckpunkt. Und dann sehen wir die rote Fahne aufblinken. Hier klicken wir einfach mal mit der linken Maustaste. Und hier auch nochmal. Und dann sehen wir hier, die Breite der Tür ist DX in dem Fall 538,33. Ja, 538,33. Und jetzt wählen wir hier nochmal die Tür aus. So, und hier sehen wir, hier haben wir nur 524,83. Ja, in dem Fall, weil das hier eine zweiflügelige Tür ist, sind die hier auch gleich groß. So, wenn wir jetzt wollen, dass die Türen gleich breit sind, dann machen wir hier auch den Haken bei Fronten gleich breit. Ja, wie ihr seht, wenn ich das aktiviere und deaktiviere, dann verändern sich ja auch die Bereiche. Ja, wenn das aktiviert ist, messen wir nochmal nach. Steuerungstaste gedrückt halten, zoomen hier ein bisschen ran und messen hier nach. Ja, jetzt haben wir hier 529,33. Und messen das hier auch nochmal nach. Ja, 529,33. Und hier auch nochmal. Ja, jetzt sehen wir, alle Fronten sind gleich breit.
Und die Funktion, die funktioniert nur, wenn wir hier unten auch Verhältniszahlen nutzen. Ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen festen Wert eintragen, dann ist der auch fixiert. Und wenn wir hier Zahlen zwischen 1 und 9 eingeben, dann sind die auch variabel und können dementsprechend auch mit der Funktion Fronten gleich breit angepasst werden. Das ist einfach der Hintergrund der Sache. Und genau, jetzt lösche ich mal noch die Türen raus. Das heißt, wir klicken hier auf den Front Smart Click, sagen hier nochmal löschen und hier auch. Übrigens, funktioniert das auch ohne Fronten. Ja, wenn ich jetzt den Haken hier rausnehme, sehen wir auch, dass sich die Werte hier unten verändern. Das nur als Info. Ja, das könnt ihr dann auch schon in der Aufteilung kontrollieren, ob sich da was verändert. Ja, wir gehen wieder zurück auf den Reiter Aufteilung. Wir können hier natürlich auch noch auswählen, ob die Mittelseite oben durchgehen soll oder nicht. Genau. Ja. So, dann hätten wir die grobe Aufteilung und wir wollen den rechten Bereich natürlich auch noch unterteilen. Das heißt, wir brauchen hier einen Konstruktionsboden und hier unten, wie gesagt, auch zwei Mittelseiten. So, die teilen sich ja auch wieder gleichmäßig im Verhältnis 1 zu 1 auf. So, um die nachher größer zu machen, könnt ihr natürlich hier drauf drücken und direkten Wert angeben. Oder wir klicken hier in der Mitte, geht natürlich schneller drauf auf den Smart Click. Hier können wir auch die Breite eingeben. Wenn wir jetzt 10 eingeben und das mit Enter bestätigen, dann ist die Aufteilung in dem Verhältnis 1 zu 10 zu 1. So. Wir sehen ja auch noch, die sind frontbündig, die Mittelseiten. Das heißt, die können wir ja auch noch zurücksetzen. Und jetzt ist auch wichtig, den richtigen Smart Click zu drücken. Ja, wir haben ja hier den unteren mittleren Bereich, den unteren linken Bereich. Und hier, wir wollen den komplett unteren Bereich haben. Das heißt, wir klicken hier drauf, öffnet sich das Kreismenü und hier klicken wir auf Ursprung Teiler. Und hier geben wir einfach mal ein 70 mm. Und dann sehen wir hier auch einen Rücksprung von 70 mm. So. Dann haben wir hier auch die Aufteilung fertig und wir können auf den Reiter innen gehen. So, und hier in den linken Bereich, wenn wir einfach vier Fachböden haben, das heißt, wir tippen hier vier ein, ziehen die per Drag and Drop rein. Ja, auch noch mal zu der Lochreihe. Da können wir hier auch einstellen. Lochreihe, das meint ja auch Bereich. Ja, wir haben ja hier auch den oberen Bereich. Wenn wir sagen Lochreihe durchgehend, sehen wir, ändert sich das auch, dass es durchgeht. Und wenn wir hier Lochreihengruppe einstellen wollen, dann kommt nur dort eine Lochreihe hin, wo auch nur Fachböden sind, was jetzt in dem Fall hier nur in dem linken Bereich ist. Genau. Ansonsten könnt ihr natürlich auch für jeden einzelnen Bereich die Lochreihe nochmal ändern. Dazu geht ihr einfach hier in einen Bereich rein. Ja, ich nehme jetzt mal den rechten oberen Bereich. Geht in den Einstellungen. So. Und wenn wir hier mal ein bisschen drunter gehen, ja, hier ist jetzt, steht auch die 0 da. Das heißt, die Lochreihe ist in dem Fall entfernt. Hier könnten wir die auch aktivieren. Und hier könnten wir auch noch mal individuell für jeden Bereich die Lochreihen-Einstellungen ändern. Immer wenn hier eine minus 1 steht, heißt das im Prinzip nur, dass hier die Werte übernommen werden, die hier in den Einstellungen der Lochreihe sind. Ja, ich lege die mal hier übereinander. So, ja, hier stellen wir die Abstände ein. Hier ist ja 54 oben, unten, vorne 37 hinten auch. Ja, und wenn hier eine minus 1 steht, bedeutet das einfach nur, dass die Werte aus den
Hauptmenü der Einstellungen, in dem Fall für die Lochreihe, übernommen werden. Das nur als kleine Randnotiz. Genau. Ja, und hier könnt ihr das aber auch nochmal für jeden Bereich entfernen. Ja, zum Beispiel hier auch noch eine weitere Lochreihe, Position bestimmen. Das brauchen wir aber nicht. Deswegen schließen wir das einfach. Und wir lassen jetzt die Lochreihengruppe so. Und dann sind wir hier auch im Reiter in mit der linken Seite durch. Und jetzt fügen wir hier noch rechts oben einfach einen Kleiderlift ein. Ja, wir können auch nochmal den Abstand bestimmen. Wenn wir hier Abstand hinten auf Klassen, kommt der automatisch mittig. Ja, und hier den Abstand oben können wir definieren und ziehen ihn per Drag and Drop hier rein. Und dann sehen wir auch den Kleiderlift optisch angezeigt. So, Innenauszüge brauchen wir nicht, wollen wir in dem Fall nicht, weil wir wollen ja diesmal Frontauszüge nehmen, die quasi als Innenauszüge fungieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch auf den Reiter Front und genau, anstelle von einer Distanzleiste könnt ihr hier denn auch eine zusätzliche Mittelseite nehmen und hier einfach per Drag and Drop auch eine Blende aufnehmen. Ja, das ist auch eine Frontblende. Ihr könnt auch bestimmen, ob die aufschlagend oder einschlagend sein soll. In dem Fall machen wir die auch aufschlagend. So. Ja, hier ist es auch wichtig. Da gehe ich vielleicht auch noch mal drauf ein als Trick. Ich lösche das noch mal. Wenn wir hier so ganz kleine Bereiche haben, dann kann es sein, dass es ganz schwer ist, hier in dem Fall den rechten Bereich zu treffen. Ja, in dem Fall geht es. Wenn ich auch hier ein bisschen weiter rüber komme, dann nimmt er schon den gesamten Bereich. Das wollen wir vermeiden. Deswegen auch als kleiner Trick, wenn ihr ganz kleine Bereiche habt und ihr wollt die mit Fronten versehen, klicke ich nochmal hier drauf und ich ändere das nochmal auf 2 einfach, dass die Aufteilung im Verhältnis 1 zu 2 ist. Somit wird der Bereich einfach größer. Wir können hier auch die Blende aufziehen. Und jetzt ist ja sind die Fronten quasi fertig in den äußeren Bereichen. Jetzt können wir hier auch nochmal draufklicken und auch nochmal den Bereich verändern. So. Dann gehen wir hier 10 ein. Ja, übrigens, der ein oder andere hat es jetzt vielleicht mitbekommen. Die Aufteilung in den Verhältnissen geht nur in den Zahlen 1 bis 10. Ich hatte eben 12 eingegeben. Ab 10 bzw. ab 11 stellt er auch die Millimeter ein. Das heißt, der mittlere Bereich war ganz klein, also nur 12 Millimeter groß. Ja. Ansonsten könnt ihr hier natürlich auch schauen, wie groß hier der Bereich hier unten ist. Ja. Könnt auch ein Ist-Gleich nehmen. Sagt zum Beispiel hier 1028,66. Und jetzt könnt ihr bestimmen, wie groß die Bereiche sein sollen. Wenn die nur 50 zum Beispiel sein sollen, können wir auch eingeben, in dem Fall 2 mal 50 wären 100. Da können wir hier auch einen fixen Wert eingeben. Ja, das könnt ihr hier auch bestimmen. Ja, oder das klickt man nochmal dann ran. Ja, dann rechnet er es aus. Ja, dann könnte man hier auch noch einen anderen Wert eingeben, zum Beispiel 900. Ja, wenn wir eine gerade Zahl haben wollen, könnte man hier auch sagen, breite Bereich soll 920 sein. Ja, das können wir denn auch bestimmen, jeder wie er mag, mit Verhältnis oder mit exaktem Maß. Genau. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall das so eingestellt und anstelle der Innenauszüge nehmen wir jetzt einfach die Schubladen und hier stellen wir auch
Tier ein, Frontschubkästen, Movento und ziehen die per Drag and Drop hier einfach rein. So, wir haben auch noch die Griffe. Ja, das ist standardmäßig auch der Fall. Wir können auch einstellen, zum Beispiel keinen Griff, wenn wir Tip-On haben oder wenn wir hier Tasche haben wollen. Ja, dann sehen wir hier die Tasche. Jetzt sehen wir, hier ist da hinten auch noch ein Stück von den Innenschubkasten. Wir können hier auch nochmal auf das Auge drücken und die Fronten geöffnet darstellen. Ja, und dann sehen wir auch hier, dass die Front zusätzlich draufkommt. Das könnt ihr aber auch nochmal verändern. Dazu gehen wir hier nochmal auf das Dropdown-Menü für die Schublade. Und hier gehen wir in die Einstellungen für die Schubladenbox. Ja, hier können wir den Konstruktionstyp ändern. Wenn wir jetzt hier auf 3 gehen, Vorderstück durchgehend und das sichern, dann schaut mal gleich hin, dann verändert sich hier auch was und die Front verschwindet. Und ja, wir könnten jetzt auch sagen, wir wollen so eine Grifftaschen. Ja, oder halt einfach hier keinen Griff oder auch vielleicht auch einen Knopfgriff. Ja, das könnt ihr dann auch individuell auswählen. Ich mache die auch noch mal sichtbar. Ja, und einfach mal weg. Wir vielleicht auch vor 2 Wochen wisst, können wir ja auch jetzt einstellen, wenn wir einen Tip-On haben wollen, können wir hier auch bei den Anschlagpuffer bei der Tiefe auch mit einem Komma abtrennen. 6, dann wird das um 6 mm nach vorn gesetzt. Genau. So, ich denke, das ist auch soweit so gut rübergekommen. Ansonsten einfach nochmal eine Frage im Chat machen. Genau. Ansonsten sind wir eigentlich fast durch. Jetzt müssen wir nur noch die Türen hinzufügen. Das heißt, wir gehen nochmal hier, stellen nochmal die 1 ein und ziehen hier per Drag and Drop hier in dem Fall die linke Tür drauf und hier in dem rechten Bereich wollen wir eine zweiflügelige Tür haben. Ja, hier können wir auch auswählen den Bereich. Wir ziehen den hier auf den Teiler, dass das über den gesamten Bereich kommt. Und jetzt klicken wir hier nochmal auf Fronten gleich breit. Ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, das funktioniert in dem Fall nur, weil ich hier eingegeben habe, dass die Aufteilung exakt im Verhältnis 1 zu 2 ist. Und wir sehen hier auch, wenn die Fronten gleich breit deaktiviert ist, ist es hier auch genau das Doppelte. Wenn wir es aktivieren, verschiebt sich das so, dass die Fronten gleich breit sind. Hier kommt noch eine Frage vom Andreas bezüglich der Anschlagpuffer. Da gehen wir hier auch nochmal auf den Griff. Und hier unten sehen wir ja die Anschlagpuffer. Ja, hier können wir zum einen, ich mache mal hier die Linienansicht an und da sehen wir das. So. Ah ja, hier sehen wir den Anschlagpuffer. Ja, hier sehen wir das bei der zweiflügeligen Tür, die Anschlagpuffer. Und die können wir ja hier den Durchmesser bestimmen, den Abstand X. Ja, das ist in dem Fall, wenn wir es nochmal hier machen, den Abstand X ist von der Seite, der seitliche Abstand und Abstand Z ist der Abstand von unten beziehungsweise oben. Ja, also Z ist der Höhenabstand. X ist hier der seitliche Abstand. Durchmesser 5 mm. Die Tiefe für den Anschlagpuffer ist 7. Und wenn wir die mit einem Komma abtrennen, ja, dann können wir auch einstellen, wenn wir Tip-On haben, dass wir die Türen auch einen Abstand zur Front haben. Ja, dazu gehe ich hier nochmal zurück auf die
Flächenansicht. Ja, das sehen wir ja hier. Wenn wir nochmal hier reingehen bei den Anschlagpuffern. Ja, wenn wir jetzt hier das wegmachen, dann liegt die Front direkt auf. Wenn wir es mit einem Komma abtrennen, können wir hier einstellen, wie viel Millimeter der Abstand zur Frontkante sein soll. Ja. Was wichtig zu berücksichtigen ist, das zieht auch die Topfbänder mit vor, also die Topfbandbohrungen. Ja. Da wäre es auch gut, wenn ihr das nutzt, dass ihr hier auch nochmal ein extra Band habt, was denn vielleicht genau denselben Namen hat, bloß mit dem Zusatz Tip-on oder Push-to-Open. Genau, ja, ich zeige das auch nochmal hier in der Gitteransicht. Ja, hier in dem Fall haben wir ja die Lochreihe deaktiviert, aber ich zeige das nochmal mit den Anschlagpuffern. Ja, das wandert mit die Bohrungen. So, ich setze es nochmal auf 0. Dann seht ihr, wandert das mit. Ja. Deswegen das wichtig, dass ihr das mit berücksichtigt. Am besten denn angeben Topfband Tip On. Ja, dafür könnt ihr auch hier in den Einstellungen gehen. Ja, und den Blumen nehmen wir den. Ja, dann könnt ihr das einfach einstellen, je nachdem, wie viel Abstand ihr haben wollt. Klickt ihr die Bohrung an. Ja, und wir nehmen quasi das als Vorlage, sagt ihr einfach Minus. Ja, und bei den Abstand dy gebt ihr anstatt von 37 einfach 43 ein. Ja, und drückt ihr wieder auf Plus. Ja, können wir hier auch machen. Ich gebe jetzt hier mal gleich 43 ein. Ja, dann hätten wir auch in dem Fall die 6 mm. Und dann würdet ihr einfach das Topfband hier nennen, Tip-on. Ja. Dann würden wir das nehmen und das würde dann unter den neuen Namen, hier wird man den ein eben Tip-on. Ja, und hier auch. Das müsste man in dem Fall für die Familie auch machen. Tip-on. Ja, und dann würde man das unter den neuen Namen abspeichern und dann können wir hier auch die Bänder auswählen. Boom Clip Top. Tip on. Und dann hätten wir das auch. Genau, ich hoffe, das ist auch so gut rübergekommen und wir gehen hier wieder zurück zur Flächenansicht. Und genau, sind eigentlich fertig. Wir stellen hier mal die SmartLinks noch aus und ändern nochmal das Material auf dem Materialreiter. Ja, ich habe jetzt hier ein englisches Materialset, das ist auf 18 mm. Und wir nehmen hier mal, ich blende mal auch die Fronten aus oder ich zeige es mal geöffnet und wir machen hier alle Teile der Gruppe. So, und können ja auch noch mal eine andere Darstellungsart nehmen. Und dem wären wir eigentlich durch. Genau. Ja, jetzt können wir es auch noch mal mit geöffneten Fronten, mit durchsichtigen Türen, aber noch mit geöffneten sichtbaren Schubkästenfronten und hier auch noch mal mit durchsichtigen Fronten. Ja, da sehen wir hier auch nochmal, dann gehen auch die Blenden weg. Ja, und wir sparen uns hier die Distanzleiste in dem Fall. Genau. Und jetzt auch nochmal mit geschlossenen Fronten. Denn wären wir für heute durch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für
die Fragen und wir schauen mal zum Schluss noch nächste Woche auf dem Webinarplan. Ich ziehe das mal rüber. So. Heute hatten wir die Garderobe mit Ponchokissen als Innenauszüge und nächste Woche Ende Oktober, letzte Webinar im Oktober, geht es um Einstellungen von Griffen und Profilen. Genau. Dann freue ich mich auf nächste Woche und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.